Eine Früherkennung einer MDS ist vor allem bei den Hochrisiko-MDS wichtig, weil die schlechten Zellzahlen mit natürlich Komplikationen verbunden sind, Anämie-Symptomatik, Risiko von Infektionen, Risiko von Blutungen und in rascher Zeit zusätzliche Erkrankungen als Folge der MDS entstehen können. Und natürlich hier, je früher ich behandle und je weniger Begleiterkrankungen vorliegen, ich natürlich den Patienten sehr viel besser behandeln kann. Das Zweite ist, dass die Hochrisiko-MDS auch das Risiko einer raschen Voranschreitens der Erkrankung haben, im Sinne eines Übergangs in eine akute Leukämie, und durch eine Behandlung soll dieser Übergang verhindert werden. Das heißt, wenn ich jemanden habe mit schlechten Blutwerten und dem Verdacht auf eine Hochrisiko-MDS, muss ich sehr rasch schauen, dass ich zu einer Diagnose komme, damit ich dann auch sehr rasch mit einer Behandlung beginnen kann. Bei Niedrigrisiko-MDS ist eine Früherkennung weniger wichtig. Bei Patienten, bei denen möglicherweise nur eine milde Anämie im Labor festgestellt wird und die keine Symptome haben und bei denen auch keine Therapie erforderlich ist, hat man durchaus Zeit, die MDS-Erkrankung, die MDS-Diagnose zu einem späteren Zeitpunkt festzumachen. Der Hauptpunkt oder der Hauptgrund dafür liegt darin, dass eine Früherkennung, bei einer Früherkennung keine spezifische Therapie möglich ist, die ein Voranschreiten der Erkrankung verhindern kann. Das ist natürlich individuell unterschiedlich. Die MDS-Erkrankung ist sehr heterogen. Und prinzipiell müssen Sie das mit Ihrem behandelten Arzt vereinbaren. Wenn ein Patient ein Hochrisiko-MDS hat, der behandelt wird, ist es so, dass teilweise die Patienten mehrmals die Woche tagesklinisch in die Klinik kommen oder auch stationär sein müssen. Bei Niedrigrisikopatienten, die keine Symptome haben, wird man das Blutbild alle paar Monate kontrollieren. Man wird einmal zu Beginn häufiger sehen. Wenn es stabil ist, hat man dann mehr Vertrauen dazu und wird dann in größeren Abständen kontrollieren. Ansonsten, wenn hier eine Behandlung erforderlich ist, sei es mit einem EPO oder mit Blutkonserven, müssen die Patienten halt zu dem Zeitpunkt, wann wieder eine Blutkonserve notwendig ist, kommen. Und auch das ist individuell sehr unterschiedlich. Das heißt, hier kann man keine generellen Empfehlungen geben. Das muss individuell mit dem behandelnden Arzt abgeklärt werden. Leider muss man sagen, dass MDS eine Erkrankung ist, die nur in den wenigsten Fällen heilbar ist. Die einzige Möglichkeit, ein MDS zu heilen, ist die Durchführung einer Knochenmarkstransplantation. Sie werden im Therapieteil über die Knochenmarkstransplantation und die anderen Therapieoptionen hören. Und Sie werden hören, dass sehr, sehr viele MDS-Patienten aufgrund ihres Alters und ihrer Begleiterkrankungen nicht für eine Knochenmarkstransplantation in Frage kommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man auch nicht alle Patienten, die jung und fit sind, gleich Knochenmark transplantiert, weil das Risiko einer Knochenmarktransplantation auch nicht unbeträchtlich ist und man sich daher auf Patienten beschränkt, die ein Hochrisiko-MDS haben und Patienten mit einem Niedrigrisiko-MDS auch gar nicht einer Knochenmarktransplantation zuführt, primär, sondern nur dann, wenn es zu einer Verschlechterung dieser Erkrankung kommt. Das ist aber, was ich gesagt habe, jetzt nicht unbedingt eine schlechte Nachricht. Man kann bei den Niedrigrisiko-MDS und bei den älteren Patienten das MDS durchaus als eine chronische Erkrankung sehen, die gut behandelbar ist und wo es möglicherweise sinnvoller ist, den Patienten nicht mit Nebenwirkungen einer aggressiven Therapie zu schaden, sondern mit der Therapie, die wir zur Verfügung haben, eine Lebensqualität über viele Jahre zu schenken. Und wenn ich die Diagnose mit 85 bekomme und ein Niedrigrisiko-MDS habe und keine Therapie brauche, dann denke ich, dass es hier kein großes Problem ist, dass ich diese Erkrankung nicht heilen kann.